What's up? Moin, da sind wir wieder bei Minecraft. So, ja, wir sind hier immer noch nicht fertig. Ich weiß, es kann noch ein bisschen was dauern. Dürfte nicht so schlimm sein. Ich muss nur mal eben, ich denke mal ein Wassereimer wäre ganz, gar nicht mal so verkehrt, nicht ganz verkehrt, sondern gar nicht mal so verkehrt. Den hatte ich hier, glaube ich, ne? Hier habe ich ja einen Wassereimer drin, das würde das mal reichen. So, Wasser haben wir auch in der Nähe. Das ist wunderbar. Nehmen wir uns einfach mal den hier. So. Schönes Ding. Dann können wir doch einfach mal gucken, ob wir hier auch auf der Seite die richtige Maßeinheit quasi genommen haben, indem wir... Nehmen wir einfach mal das hier. So. Ach, der fließt dann nicht komplett runter. Okay, warte mal, ich nehme einfach mal hier den. So viel dazu, warte mal. Ha, guck mal, der versucht wenigstens. Shit. Warte mal, dann mache ich das hier nochmal eben zu. Ups, sorry. So, dann versuchen wir es nochmal. Jawohl, es funktioniert. Super. Ja, das Zeug ist nach da unten geflossen, das ist natürlich weniger schön. Da sind jetzt wahrscheinlich ein, zwei Fackeln weggegangen. Oder auch nicht. Gut. Also auf jeden Fall die Länge stimmt schon mal, ne? Das heißt, 8 ist immer noch genau richtig. Oh, schönes Teil. Wunderbar. Dann verlängern wir das Ganze jedoch noch mal ein bisschen. So. Dann müssen wir natürlich das ganze Zeug noch wegmachen. Weil, ne, weiß Bescheid. Muss halt alles seine Richtigkeit haben hier. Super. So, pass mal auf, dann nehmen wir hier nochmal alles weg, was wir irgendwie kriegen können. Und gehen dann hier quasi wieder einen nach oben. Dann können wir nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Können wir dann nicht hier abzählen. Ich weiß, hier auf der Seite ist zwar... quasi nichts, aber dann kann ich zumindest das erstmal als grobe Richtlinie nehmen. Dann werden wir hier noch ein bisschen was Erde aushöhlen müssen, wie es aussieht. Nachdem wir jetzt so viel Erde weggepackt haben, quasi auf Seite, ist das durchaus mal eine Abwechslung. Würde ich zumindest auch behaupten. Wenn man durchaus sagen könnte, ja, das ist es wert. Boah, das geht echt noch ein ganzes Stück. Müssen wir gucken, dass wir hier vielleicht auf der Höhe schon aufhören. Also, ich weiß das noch nicht so genau, was ich damit jetzt mache. Auf jeden Fall kommen erstmal die Bäume hier weg, weil, ja, die sind hier an einer Stelle gewachsen, wo sie halt einfach nicht sein sollten. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schade dafür, dass halt hier die Bäume wieder weg müssen. Aber wie gesagt, das pflanzen wir dann später alles mal wieder an. Muss ja nicht wegbleiben. Zwingend. Nur, ist alles eine Frage der Perspektive. Und wir wollten natürlich schönen, dichten Wald haben. Indem man... Das sage ich jetzt besser nicht. Manche Dinge zitiert man dann am Ende des Tages lieber doch nicht. So. Wer es sich angucken will, ich glaube, das ist eine etwas ältere Verarschung von Robin Hood. Manche kennen das wahrscheinlich auch, aber nur aus Sicherheitsgründen, dass ich hier niemanden so extrem vor den Kopf stoße. Weil Leute beschweren sich doch ganz gerne über irgendwelchen Nonsens, der ihnen halt einfach nur auf den Keks gibt. Beziehungsweise wollen einfach nur Unruhe stiften. Das ist halt so eine gewisse Eigenheit des Internets, ne? Man möchte halt dann doch schon diejenigen so ein bisschen, nicht diskriminieren, aber deformieren. Sprich also quasi, versuchen, schlecht über die Leute zu reden, damit andere glauben, die seien halt irgendwie schlecht. Das ist eine ziemlich hinterfotzige Taktik, aber man sieht es immer wieder, es funktioniert teilweise. Auf eine unglaublich spektakuläre Art und Weise. Relativ gut sogar. So, ich glaube, wir müssen jetzt pennen. Auch wenn ich die Nacht eigentlich gerne mag und auch nachts über gerne vielleicht mal was bauen würde, solange es Creeper und Skelette gibt, not gonna happen.
Ach ja, 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 ja. So, weiter geht's. Wie viel Platz habe ich im Inventar noch? Ich lege mal eben noch ein bisschen was ab hier, dann haben wir das schon mal aus dem System raus. Ja, da kann ich auch ablegen. Den Wassereimer kann ich auch erstmal wieder ablegen. Wunderbar. Und ich mache aus Sicherheitsgründen noch eine Schaufel und eine Axt. Heißt also quasi so. Genau. Weil die Schaufel hat es bald hinter sich und jetzt habe ich eben gemixt hier. Und ja, die Axt ist halt auch schon fast halb kaputt. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Bei solchen Dingen eben. Ja. Habe ich auch, was ich halt gerne gucke immer wieder, auch im Internet, ne? Gibt es ja diverse verschiedene Kanäle zu, Englisch wie Deutsch, ist einerseits Geschichte, vor allen Dingen Zweiter Weltkrieg und hier Preußen und all so ein Quatsch, weil das einfach eine faszinierende Zeit ist, weil da ungefähr ja quasi alles angefangen hat, womit wir Deutschen uns heute als Vorwurf so ein bisschen auseinandersetzen müssen, was auch durchaus in gewisser Weise berechtigt ist. Ja, vor allen Dingen auch wissenschaftliche Kanäle, weil ich mich einfach für hier und da alles mögliche interessiere. Quantentheorie und E gleich MC Quadrat und sowas. Also ich kenne mich da nicht hundertprozentig aus und diese relativ kurzen wissenschaftlichen Beiträge oder sowas, die sind auch jetzt nicht unbedingt dafür da und gedacht, hier großartig einem was beizubringen. Also im größeren Maße, aber halt um irgendwie mal was davon gehört zu haben und vielleicht mal was drüber zu wissen. Also das ist doch schon ganz interessant. So, hat man dann, gibt's jetzt irgendwie ganz neu hier von dem Lash, wenn man den kennt hier. Ich glaube, das ist, ich will gar nicht sagen, von welchem Sender, weil ich das überhaupt nicht genau hundertprozentig weiß. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ne? Also der bespricht dann alles Mögliche, was irgendwie mit unserem Universum zu tun hat und allgemeinen Themen, ne? Alles, was irgendwie dazugehört. Was ist das hier jetzt für ein komischer, kurzer Baum? Ist ein bisschen verwinkelt, gefällt mir nicht so. Ja, ist hier nach drüben gewachsen, mehr als dass er irgendwo anders hin ist. Natürlich doof. Für zum Auseinandernehmen. Und dann gucke ich mir die Dinge halt immer an. Und dabei entspanne ich mich so ein bisschen, ne? Wenn halt einer im Hintergrund so ein bisschen was brabbelt und sowas, dann höre ich interessante Dinge, denk so, wow, so ist das und sowas. Und kann dabei entspannen, ne? Mich von dem stressigen Alltag so ein bisschen. Ja, quasi ablenken lassen durch, ja, grob gesagt, durch Wissen. Ne? Wissen ist Macht. Ich weiß nichts, macht nichts. So nach dem Motto. Es ist auf jeden Fall, also mir macht es auf jeden Fall eine Menge Spaß, immer wieder unterschiedliche Dinge halt auszuprobieren. Hier ist noch mehr. Ja. So, das heißt quasi, wir sind hier einen runter, müssen hier einen hoch. Das heißt, alles, was hier an Erde ist, kommt weg und die können wir dann, also gut, dass ich eine Schaufel gemacht habe, können wir dann anschließend dann wieder draufklatschen, hinten am Ende noch drauf. Vielleicht hätte ich die Dinger nicht wegtun sollen, die Erdblöckchen, die ich da noch hatte, die 64er Sticks, aber ich hoffe, wir kommen damit hin. Oh, das könnte knapp werden. Und so ist das eben. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. So, mehr oder weniger, genau. Ja. Aber was ich halt mit diesen Wissenschaftssendungen meine, ist, dass ich halt, ich muss nicht alles wissen, aber zumindest ein bisschen was von irgendwas zu wissen, das hilft in vielerlei Hinsicht und es erweitert den Horizont so ein Stück weit. Vor allen Dingen, wenn man nicht nur die Sachen liest, die einem die eigene Meinung halt bestätigen, weil das ist ja, das wäre ja langweilig. Weil, wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Thema hat, so ein Verschwörungstheoretiker-Thema oder sowas. Du glaubst, die Erde ist flach. So. Bringt dir das irgendwas, Nachrichten davon zu hören oder Sachen davon mitzukriegen, die einfach nur bestätigen, dass die Erde flach ist? Nee. Irgendwie nicht. So ein bisschen vorne geht das, ne? Genau. Es ist sehr langweilig, ne? Weil ich meine, wer will schon seine Meinung bestätigt hören? Man möchte ja diskutieren. Man möchte ja quasi
hinterfragt bekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Alles klar. Man möchte ja quasi bestätigt bekommen, dass man recht hat. Und am besten geht das, meines Erachtens nach, wenn man nicht die gegenüberliegende Meinung deformiert, also quasi einfach sagt, das ist falsch, das ist alles Mist, ihr seid doof, sondern indem man halt argumentativ daran rangeht und den Gegner halt, also den Gegenüber halt, argumentativ und kräftig. Es macht Spaß, es macht unglaublich viel Spaß. Vor allen Dingen bei irgendwelchen radikalen Idioten, also ich meine jetzt nicht unbedingt nur die Rechten oder die Linken, das macht gleich viel Spaß, die beiden quasi auflaufen zu lassen auf die eigene Meinung, die eigentlich feuchten Furz dann am Ende wert ist, wenn man argumentativ dagegen vorgeht. Weswegen die meisten eher versuchen, nicht zu argumentieren. Was durchaus schade ist. Aber naja, so ist das halt. Wenn man keine Argumente hat, beziehungsweise wenn einem die Argumente ausgehen, dann argumentiert man halt nicht mehr. Weil bringt ja dann auch nichts mehr. Ne? So ist das halt. Also auf jeden Fall, so habe ich das mitgekriegt. Ja. Man wird dann auch gerne mal geblockt, ne? Wenn man dann halt ein bisschen eine offene Diskussion führen möchte. Ne? Ja, warum sei es so ein bisschen so? Wieso denn nicht anders? Ich, und sowas. Ne? Also ich denke, das ist so und so. Und also ein Quatsch halt. Und die Leute merken nach einer gewissen Zeit, die können dich nicht einfach mit irgendwelchen platten Sprüchen beeindrucken, sondern die müssen wirklich Aufwand betreiben, dich zu überzeugen, also wirklich argumentieren, und dann geben viele auf und blockieren ein. Also, dann kommst du auf die Blockierliste oder sowas bei denen drauf. Das finde ich also sehr interessant und sehr lustig, solchen Leuten mal den Spiegel vorzuhalten, so nach dem Motto, hier, ja, du sagst das und das, aber stimmt doch gar nicht, das ist doch so und so. Und dann irgendwann hören sie halt auf, mit dir zu schreiben. Und wenn du dann nachfragen willst, was denn los ist, dann heißt es nur, du kannst dieser Person keine Nachricht schicken. Du wirst blockiert. Und dann denkst du dir auch so, ja, bin ich ja blockiert worden. Damit hast du dann diese Argumentation offiziell verloren. Kann man nicht anders ausdrücken. So, hier möchte ich natürlich... Ach so, hier geht's runter. Hab ich gar nicht gesehen. Dann komme ich hier nämlich an und kann hier noch so wegnehmen. Und dann ab. Und mir persönlich, es macht mir unglaublich viel Spaß. Nicht unbedingt Leute halt zu veräppeln oder sowas, sondern halt einfach sie argumentativ zu entkräften. Weil es... Ja, ich höre mir die gegenteiligen Argumente an. Lass mir die durch den Kopf gehen, wege die ab mit dem, was ich weiß, was ich gehört habe, was ich gelesen habe, und kann dann entweder zustimmen oder es eben ablehnen. Ja. Und das Aktuellste wäre halt zum Beispiel hier die Flüchtlinge oder sowas. Ne? Und wenn dann jemand sagt, ja, ich habe keine Lust auf die Leute, dann kann ich das, dann muss man das halt so als Argument stehen lassen, weil das ist seine eigene Meinung. Die kann er auch so sagen. Aber dann kann man halt hinterfragen, ja, warum denn nicht? Was ist denn so schlimm daran? Ja, und dann kommen wieder ganz, ganz andere Dinge halt ans Licht. Ne? Wie zum Beispiel eben halt Fremdenhass zum Beispiel. Ne? Das ist halt dann eben das eine Spektrum der Sache. Aber da gibt es halt noch ganz viele andere Sachen, und da spielen auch andere Dinge mit rein. Wie zum Beispiel, wo du lebst, was für eine Familie du hast, was für einen Freundeskreis du aufgewachsen bist. Also man kann das nicht alles absolut pauschalisieren oder so. Weswegen es durchaus interessant ist. Sag ich so, wie es ist. Es ist verdammt interessant, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die eine andere Meinung haben als man selbst, weil man dann nämlich erstmal über die eigenen Argumente wirklich nachdenken muss und sich halt fragen muss, ja, ist es das wirklich, was ich da gesagt habe? Stimmt das so, oder ist das einfach nur Blödsinn? Ja, das ist halt durchaus eine berechtigte Frage, die man sich halt immer wieder stellen muss. Das geht halt dann über... halt, wie ich gesagt habe, über rechts und links, ne, schwarz und weiß, ob rechts vor links richtig ist, ob Autobahnbeschränkungen Sinn machen oder nicht, das sind die Deutschen ja ganz, 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 ganz heikel dran. Also da wird fröhlich diskutiert, vor allen Dingen darüber, dass es erlaubt sein sollte, so schnell zu fahren, wie man will, weil
man ist ja dann doch irgendwie frei, ne? Man ist ja frei in dem, was man halt macht und was man machen möchte vor allen Dingen. Und wenn die Deutschen etwas absolut lieben, dann sind es eben die Autobahnen. Also vor allen Dingen die Autobahnen. Und auch das Bier und natürlich das Brot vor allen Dingen. Was mache ich hier eigentlich? Bin ich doof? Okay, die Frage erübrigt sich irgendwie stückweise. Also ist auf jeden Fall nicht gut. Moment, muss ich mal eben hier. Warte, so. Ist auf jeden Fall nicht gut, das so zu machen, sondern so. Pass mal auf, hier, das muss zu. Und dann geht das hier quasi runter. So, und ich muss schon wieder pennen. Es ist schon wieder Abend. Grausam. Hey, Schaf da. Das muss ich auch später mal verbannen. Das kriegt ja auch mal weniger Platz zum Grasen. Grasen auf dem Rasen. Gibt's ja auch Leute, die machen sowas. Die lassen sich Ziegen oder Schafe antanzen. Das mögen die Bauern eigentlich ziemlich gerne. Kann ich auch durchaus verstehen, weil dann muss man nicht zwingend halt so eine teure so einen teuren Acker oder sowas haben. So eine teure Wiese im Grunde. Sondern man kann einfach sagen so, jo, hier, ne, komm mal bei mir vorbei mit deine Schafe. Die können hier mal ein bisschen was mampfen. Ohne Mampf kein Kampf. Und dann dürfen die halt auch auf Privatwiesen zum Beispiel einfach mal ein bisschen was Gras futtern. Was durchaus angebracht ist. Finde ich auch sinnvoll. Ja, hilft natürlich den Bauern ungemein. Und vor allen Dingen auch der Landwirtschaft ein Stück weit. Moment, ich muss mal eben kurz. Man kann da nämlich sowas, also man kann da nämlich sagen, ja, ich helfe hier lokal den Bauern oder sowas. Was man dann ja auch praktischerweise tut. Hilft den Bauern, hilft der Natur, hilft irgendwie ziemlich vielen Leuten dann. Also ich frage mich, ob ich jetzt alles hier abgedeckt habe, ne? Das ist halt so eine wichtige Frage. So, Moment. Ich habe hier unten ja eine ganze Menge Lichterzeug aufgestellt. Das muss ich noch ein bisschen was vermehren. Ich muss später vor allen Dingen gucken, dass ich hier auch eventuell Redstone verlege, weil ich muss ja quasi beide Seiten mit Redstone halt abdecken, dass ich quasi beide gleichzeitig befeuern kann. Das ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Sache. So, ich habe ja hier in der Mitte das quasi. Warte, ich mach den mal hier hin. Und dann nehme ich den mal weg. So, dann habe ich hier ja meine Popelpissrinne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne? Und hier auf der Seite habe ich, glaube ich, auch 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. So, dann testen wir nochmal kurz das Wasser aus. Was denn das tut, was es soll. Nämlich runterfließen. Das ist quasi ganz, ganz wichtig. Jetzt zum Beispiel, wenn wir. Ah ja, hier habe ich das ja runter gemacht komplett. Dann machen wir das hinten auf der anderen Seite. Oder ich setze es einfach hier hin. So. Dann fließt die hier nämlich schön runter. Blub, blub, blub. Bis dahin. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, ich habe die Fälle einen zu weit gemacht. Warte mal. Und hier steht das Wasser. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moment mal. Warte mal ganz kurz. Das muss ich jetzt eben mal kurz ausprobieren. Bevor wir uns weiter an irgendwelchen Dingen machen, muss ich doch wirklich mal ausprobieren, ob das hier alles so stimmt, wie ich das gemacht habe. Und das fließt auf jeden Fall schon mal runter. Das ist eine gute Sache. Dann muss ich hier mal eben probieren, ob es noch einen weitergeht. Nein, das tut es nicht. Das heißt quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 geht zum Beispiel nicht. Aha, okay, dann habe ich einen Fehler gemacht. Es ist immer gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das heißt quasi, ich muss dann von hier aus immer 7 zur Seite. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das heißt, der hier muss nämlich weg. Und der hier muss stattdessen dran. Das ist natürlich jetzt ungünstig, weil dann haben wir nämlich hier die kompletten Maße alle verhauen. Also was heißt wir, ich natürlich. Du darfst dich da schön raushalten.
Das ist das Gute, wenn man Zuschauer ist. Man kriegt keine Schelte dafür, wenn man Mist gebaut hat. So. Da müssen wir hier noch echt mal gucken. Ich darf hier nur nicht irgendwo runterfallen. Diese kleinen Löcher da. Also was heißt darf? Ich darf schon, aber... Ja, so wie hier. Das ist natürlich dann etwas ungünstig. Ja, jetzt ist die Schaufel natürlich kaputt. Gut, machen wir uns noch zwei Schaufeln, weil offensichtlich werden wir die brauchen. Wegen diversen Fehlentscheidungen. Ja, Fehlentscheidungen. So, das heißt, das oberste war ja korrekt. Und hier den muss ich dann halt nachprobieren. So, wunderschönes Ding hier. Der hier ist sogar schon wunderbar abgekattet. Hier wollte ich keinen hinmachen, ne? Super. Genefni hier. Dann sammeln wir die Erde nochmal auf. Die werden wir natürlich noch brauchen. Ganz, ganz wichtige Ressource. Bevor die uns am Ende dann noch ausgeht, also wirklich ausgeht, schnappen wir uns lieber jetzt nochmal ein bisschen was. So, dann können wir nämlich hier unten wunderbar wieder zumachen. Und dann müssen wir bei dem nächsten sogar zwei wegnehmen, weil Mathe, ne? Weißt du, das ist das mit den komischen schiefen Zahlen, die einem immer auf die Keks gehen. Auf die Keks. 1, 2. Ja, das habe ich jetzt toll gemacht. Muss ich zugeben. Es war sehr, 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 sehr gut. Aber das machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Däumchen da oben da. Und ansonsten hören und sehen wir uns. Sehen vor allen Dingen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.